Der Trend geht weiter. 7 Tesla, hatte ich erwähnt, gibt es weltweit ein paar Prototypen. Wir bauen jetzt mit der CEA bei Paris ein 11,7 Tesla-System auf, explizit für die neurologische Forschung. Diese Feldstärken waren in der Vergangenheit den tierexperimentellen Systemen vorbehalten. Sie sehen hier mal eine kleine Abbildung von unserem System. Ist 5 Meter hoch, 5 Meter lang, ein Riesenklotz. Dafür muss ein extra Gebäude gebaut werden, also sicherlich ein Forschungstool und nichts, was in den nächsten Jahren in die klinische Diagnostik Einzug gehalten wird. Die beiden anderen Ansätze, sensitiver zu werden, setzen an der Chemie an, das heißt spezielle Kontrastmittel können entwickelt werden oder man nimmt halt irgendwelche molekularen Strukturen, die besonders stark exprimiert werden. Bei den Kontrastmitteln muss man sagen, dass man hier in der Neurologie relativ begrenzt ist. Aufgrund der Blut-Hirn-Schranke hat man eine Barriere, die überwunden werden muss. Das macht das ganze Problem noch komplexer, also da sind wir nicht allzu zuversichtlich, dass man in den kommenden Jahren wirklich viel erreichen kann, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Auf die einzelnen Kontrastmittel will ich jetzt heute hier nicht weiter eingehen, es sei vielleicht erwähnt, dass diese meisten Kontrastmittel Nanopartikel sind, also hier sehen wir wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss aus der Nanotechnologie in die Bildgebung. Neben der Blut-Hirn-Schranke gibt es weitere Hemmnisse, warum diese molekularen Kontrastmittel oder allgemein Kontrastmittel nicht so klinisch etabliert werden, wie vor ein paar Jahren noch erhofft. Es sind zum größten Teil wirtschaftliche Hemmnisse. Die Pharmaindustrie ist jetzt zögerlich, in neue Verfahren, in neue Kontrastmitteltechnologien zu investieren. Die Pharmaindustrie ist gewohnt, Blockbuster zu kommerzialisieren, das heißt, Medikamente auf den Markt zu bringen, die einen Milliardenumsatz im Jahr haben. Diese Kontrastmittel haben in der Regel 100 bis 200 Millionen im Jahr, wenn sie sehr erfolgreich sind. Also da ist eine sehr, sehr große Diskrepanz in der Profitabilität. Auch deswegen wahrscheinlich ein bisschen verzögerte klinische Einführung. Ich habe hier mal aufgezeigt, wie viele Kontrastmittel momentan in der Entwicklung sind. Da gibt es eine Datenbank vom NIH, die zeigt heute über 500 verschiedene Kontrastmittel auf. Zugelassen wurden in den letzten 5 Jahren nur 5 Kontrastmittel, davon wurde eins wieder zurückgezogen. Ich glaube, die Zahlen sind recht eindrucksvoll und illustrieren schön, dass es hier wirklich in der Umsetzung, in der Kommerzialisierung dieser Kontrastmittel hapert. Wir bei Siemens haben uns entschieden, nicht auf diese neuen Kontrastmittel zu warten, die sehr langfristig eingeführt werden können. Aufgrund dieser klinischen Studien dauert es in der Regel 8 bis 10 Jahre. Wir haben gesagt, wir entwickeln uns einfach ein MR-System, welches heute schon molekulare Informationen darstellen kann. Den Weg, den wir gewählt haben, ist, dass wir ein MR-PET-Prototypen aufgebaut haben. Also wir haben diese MR-Systeme, die wir heute verkaufen, mit einem PET-Detektor ausgestattet und somit können wir diese PET-Tracer, die heute im großen Maße schon zugelassen sind, heute in der MR verwenden und diese PET-Information einfach über die anatomische Information im MR rüberlagern. Das sind Prototypen, die wir gebaut haben. Davon haben wir inzwischen 3 ausgeliefert. Eins steht in Tübingen, eins in Jülich und das dritte am MGH in Boston an der Harvard Medical School. Das war das erste Bild. Man sieht hier sehr schön die molekulare Information, farbcodiert dargestellt, überlagert mit der anatomischen Information vom MR. In dieser ersten Studie haben wir einen gesunden Probanden untersucht. Eine zweite Studie, das ist die erste Studie, die wir mit Patienten gemacht haben, am MGH zusammen mit unseren Entwicklungspartnern. Das zeigt hier einen Glioblastom-Patienten. Man sieht in Rot dargestellt, markiert die PET-Läsion und die Läsion, die in der PET positiv ist, den PET-Tracer anreichert. Und unten die MR-Bildgebung sieht man leider in der Projektion nicht sehr viel. Und überlagert sehen Sie hier dann das MR und das PET. Wichtig ist hier noch zu sagen, es handelt sich nicht um eine Fusion von 2 verschiedenen akquirierten Datensätzen, sondern wir können mit unseren Prototypen, den sogenannten BrainPad, wirklich simultan akquirieren und damit sehr schnell diese beiden Informationen überlagern und molekulare und anatomische Informationen gleichzeitig darstellen. So viel zu den allgemeinen Trends, also neue Kontrastmittel, Hochfeldsysteme und Hybridsysteme als Überblick. Und als Einstieg für die folgenden Präsentationen.